gibt. Hein, wenn Sie oder ein Squad-Mitglied verletzt werden und kein Sanitäter verfügbar ist, können Sie den Mann auch sich selbst teilen, indem Sie einen Erste-Hilfe-Kasten verwenden. Squad-Mitglieder, über deren Symbol das Symbol Ich brauche Gesundheit erscheint, zeigen an, dass sie Heilung benötigen. Ist das Symbol sichtbar, können Sie bei den verletzten Squad-Mitglied automatisch einen Erste-Hilfe-Kasten benutzen, indem Sie sich dem Verletzten nähern und die E-Taste drücken. Wenn Sie über einen Erste-Hilfe-Kasten verfügen, können Sie einen NSC, aha, aber auch heilen, indem Sie sich ihm nähern und die Maus-2-Taste drücken, um sich selbst zu heilen. Drücken Sie die Maus-2-Taste, wenn sich kein anderer mit Squad-Mitglied in Ihrer Nähe befindet. Aktivieren Sie das Squad-Menü, um einen Blick auf die Gesundheit eines Squad-Mitglieds zu werfen. Am unteren Rand seines Menüfeldes befindet sich eine rote Anzeige. Der Füllstand dieser Anzeige gibt Ihnen Auskunft über den Gesundheitszustand. Wichtig ist auch die Folgendes, wenn Ihr Squad-Mitglied am Boden kniet und blutet, ist deren Status bewusstlos. Gehen Sie schnellstmöglich zu den Verletzten und heilen Sie sie, sonst verblutet sie mit der Zeit und sterben. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ja, das wollte ich, falscher Knopf. Naja. Schwer verletzt. Umgang mit Vertrauten. Carter ist nicht sicher, ob er Ihnen vertraut. Und bis er zu einer Entscheidung gekommen ist, wird er nicht mit Ihnen kooperieren. Versuchen Sie ihm eine Waffe und etwas Munition zu geben, um zu Vertrauen zu gewinnen. Rufen Sie das Squad-Mitglied auf, indem Sie blablabla. Das muss ich jetzt nicht wirklich durchlesen, Leute, weil wie man Squad-Mitglied Munition und so gibt, habe ich schon verraten. Wow, was ist jetzt passiert? Danke. Ach, wir haben den schon geholt. Das ging jetzt aber irgendwie schnell. Etwas zu schnell. Okay, der hat aber jetzt nicht volle Energie, wie man sieht, nur die Hälfte. Aber man kann auch sehen, dass das hier deaktiviert ist. Das heißt, er führt nicht unsere Befehle aus, da er uns nicht vertraut. Geben wir mir einfach meine Waffe. Meine MP natürlich nicht. Aber das hier. Eine Pistole kriegt er. So, es ist jetzt zufrieden. Und wir freuen uns alle. Okay, wie geht's weiter? Noch ein Feuerlöscher. Was kann man eigentlich mit Feuerlöscher machen? Feuerlöschen oder wie? UKN-Terminals. Oh mein Gott. Das Überwachungskameranetz ist eine nützliche Informationsquelle. Mit der Sichtsteuerung wird die Kamera geschwenkt. Standardmaus 2 mit WDWS der Ausschnitt vergrößert oder verkleinert. Tipp. Die Vergrößerung ist wichtig für Blake, da er damit wichtige Informationen finden kann. Interessant. Ja. Da. Nee. Wollt ihr mich verarschen? Verteilerkasten fürs Klub. Okay, wo ist eigentlich unser Freund? Da ist er ja. Du kannst uns ruhig folgen, wenn du willst. Folgen. Okay. Aber was ist jetzt mit der Überwachungskamera? Wir haben keinen Strom, oder? Ach, das ist ein Dings. Ingenieur, ich dachte, das wäre Soldat. Okay, dann reparier du mal. Ja, Sir. Reparier du mal. Ich schalte so lange den Rücken frei. Ah, da ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Immer wieder mitnehmen, Leute. Okay, mal sehen, was auf der Überwachungskamera so abgeht. Was da drin muss mir doch helfen können. Ah, da ist ein Code. Oh nein. Wie kann man nochmal zoomen? Da war doch eben was davon. Ach, gucken wir nochmal Aufgaben. Danke für das Alpha-Team retten aktiv. Danke. Okay, wie kann man jetzt nochmal schwenken? Das ist sehr gut, dass ich immer so gut aufpasse. War das nicht mit WS? War doch das, oder? Ah, mit WS. Okay. Da ist der ja. Der Code 46892. Code gefunden, alle sind glücklich. Was gibt's hier noch? Nichts. Was ist das denn? Ein Soldat. Den retten wir auch am besten noch. Und da ist ein Monster. Der wacht gleich auf und schnappt sich den armen Kerl. Ja, das war's eigentlich. Computer. Hack dich rein, mein Freund. Wir drehen alle durch. Dieses Ding im Eis. Niemand weiß mehr, wer ein Mensch ist und wer nicht. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt und unsere Chancen sind miserabel. Sehr schön. Und hier kann man speichern, oder? Genau. Speichern wir mal zweiter. Und weiter geht's. So, wir haben immer noch gegen keine Monster gekämpft. Keine Ahnung, was hier abgeht. Zack.
Tür ist offen. Monster! Okay, was geht jetzt ab? Blake, woher kommen Sie denn? Ich habe Funksprüche von Pierce empfangen, teilweise. Scheint wohl ein Problem zu geben. Shit, und was für eins. Diese Dinger haben uns überfallen. Keine Ahnung, woher die kamen. Totales Chaos. Das Squad wurde getrennt. Haben Sie mit Pierce gesprochen? Teil von einem Funkspruch von ihm kam durch. Er sagte, er wäre im Nordteil der Basis. Hat mich mit Medizinkauderwelsch vollgequatscht. Und er wollte mit dem Colonel reden. Der Colonel hat Sie nicht kontaktiert? Mann, ich habe von keinem was gehört. Mein Funkgerät. Blake an Colonel Whitley. Hören Sie. Blake an Colonel Whitley, dringend. Na gut, dann nach Norden. Wir holen Pierce. Okay. Jetzt sind wir zu dritt. Kein Kontakt und alles geht den Bach runter. Okay. Ihr könnt mir ruhig folgen. Stromnetz. Wir brauchen Techniker. Wir brauchen Techniker, da kommt er ja. Dann reparier du mal. Und der Strom ist aus. Das heißt, wir können da jetzt wohl sicher durchgehen. Dann kommt mal mit. Haben wir nicht noch eine Zweitwaffe für unseren... Was ist das jetzt eigentlich für einer? Ist das jetzt ein Soldat? Ah ja, ein Soldat ist das. Ja. Sollen wir den lieber die Waffe geben? Ich bin da gerade nicht so sicher. Ach, bleiben wir das so. Okay, gehen wir aber weiter. Wird schon schief gehen, Leute. Wir speichern am besten nochmal ab. Dann kann man ja, glaube ich, unendlich speichern hier. Zack. Ist der aber hässlich. Wer? Hat der gerade den Schwarzen genannt hässlich? Alter, das Spiel ist so geil. Okay. Was haben wir hier? Ja, haben wir schon. Ah! Monster! Oh, er sieht automatisch an. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, komm nicht da um die Ecke. Nachladen. Wow. Ah! Noch ein Monster. Die kommen ja plötzlich von überall. Nimm das! Wow, wo kommt der denn plötzlich her? Wir haben ja kaum noch Munition, Alter. Das ging ja aber zucki-zucki hier. Kommt dann plötzlich eine ganze Familie an. Hinter uns auch noch. Vor uns auch noch, Alter. Der Schwarze, der macht das schon hier. Und noch so ein Mistvieh. Boah, Leute, die kommen ja von überall hier. Das ist unendlich. Hier kommt mal weiter hier. Los, 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 los. Hier ist Feuer. Lass mich raten, wir sollen Dings Feuerlöcher benutzen. Da, zwei Stück haben wir davon. Ah, hat geklappt. Nehmen wir wieder die Leuchtstäbe. Sieht's eigentlich mit unseren Teamkameraden aus? Der hier ist ganz zappelig. Wir geben den am besten mal eine Waffe, weil... Soll besser. Waffen und Munition nehmen. Boah, guck mal hier, Alter, der war voll. Jetzt ist der plötzlich so. Jetzt vertraut er uns auch nicht mehr. Dann geben wir halt ihn halt die Waffe zurück. Ist aber schon extrem, muss ich sagen. Ja, Sir. Boah, Alter, nur weil er die Waffe nicht mehr hat, ist der total unzufrieden. Okay. Ich sollte aufhören, zu viel nachzuladen, weil das kostet ein ganzes Magazin hier. Oh, schon geschafft. Assimilation abgeschlossen. Aha. Töten eines Dingbi-Bestie. Wie Sie bereits festgestellt haben, können die kleinen Dingbestien einfach mit normalen Waffen bekämpft werden. Aha. Alle anderen Formen der Dinger benötigen einen zweistufigen Angriff. Okay, jetzt kommt's. Zuerst müssen Sie normale Waffen verwenden, um die Gesundheit des Aliens zu verringern. Die Gesundheit eines Ding wird durch die Farbe des automatischen Zielkreuzes angezeigt. Rot stellt dabei die niedrigste Gesundheit dar. Nachdem ein Ding nur noch minimale Gesundheit hat, müssen Sie einen Flammenwerfer benutzen. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher, um es zu töten.
Dinger dieses Typs können nur durch Feuer getötet werden. Sie sollten daher nach Brandwaffen suchen und ausreichend Vorrat davon mit sich führen. Okay. Also, man kann die nur mit Feuer töten, die größeren. Okay, trotzdem, ich bräuchte mal Munition, Leute. Und, ja. Munition. Drei Wege gibt es hier. Na toll. Wer bist du denn? Ah. Wow. Nimm das! Komm von überall. Genau, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Okay, Leute, wir speichern jetzt in dieser Stelle erstmal ab. Hier geht es ab, Leute.